So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt live bin. Ich muss gucken. Doch, hier haben wir wieder die Zeitverzögerung. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen, liebes Facebook. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute geht es um das Thema Schmerzen beim Tier. Und ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Ich gehe gerade noch mal auf Instagram live und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr mich seht, ob ihr mich hört. Und wenn die Technik passt, dann können wir eigentlich loslegen mit dem spannenden Thema Schmerzen beim Tier. Darum geht es heute. Ja, jetzt ist auch Instagram live. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Instagram. Ich muss ein bisschen hin und her switchen. Ihr seht auch, es ist nicht das gewohnte Hintergrundbild. Ich muss ein bisschen umziehen, weil wir noch am Umbauen sind. Aber ich denke, das bekommen wir alles ganz gut hin. Ein wichtiges Thema heute, Schmerzen am Tier. Ich möchte dir 5 Tipps zeigen, wie du ja ganz einfach und effektiv dein Tier unterstützen kannst, dein Hund, dein Pferd. Ja, also es geht heute nicht nur um die Hunde, sondern auch um die Pferde. Und schreib gerne auch mal in den Chat rein, wie das bei deinem Tier ist, auch hier bei Instagram, ja, ob ihr Probleme mit den Sch oder ob es Schmerzprobleme bei deinem Tier einfach gibt, ob du vielleicht schon einiges ausprobiert hast, ob du ja irgendwelche Herausforderungen schon hinter dich gebracht hast, weil das ist ja auch für uns Menschen wirklich nicht schön anzusehen, wenn unsere Tiere Schmerzen haben. Ja, also melde dich gerne. Schreib das mal in den Chat rein und berichte mir gerne davon. Mit Schmerzen haben wir ja als Therapeuten fast tagtäglich zu tun. Ja, vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Vielleicht bist du auch selbst ein Schmerzpatient. Das ist wirklich was, was unsere Tiere sehr fordert und sehr unangenehm ist. Weil es auch einfach das Gemüt so ein bisschen zermürbt. Ja, also das ist wirklich schon sehr unangenehm. Dauerschmerzen, chronische Schmerzen. Irgendwann sind die Tiere auch nicht mehr so wirklich gut drauf. Und ja, das ist dann schon eine große Herausforderung. Und wie gesagt, ich habe dir heute 5 Akupressurpunkte mitgebracht. Die möchte ich dir einmal an dem Hund zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob du den schon kennst, den Hund. Da kann ich dir super effektiv die Akupressurpunkte zeigen. Und auch ein kleines Pferd habe ich dir heute mitgebracht. Und da werden wir das Ganze einmal durchsprechen. Wer jetzt mit zusieht und im Akupressurkurs schon dabei ist, keine Angst, im Kurs wird es natürlich noch mal ein bisschen ausführlicher sein. Da werden wir nicht nur an diesen Modellen arbeiten, sondern da geht es natürlich noch ein bisschen mehr zur Sache. Ja, wer noch Lust hat, mit dabei zu sein, wir starten am 23. ersten, also heute in einer Woche, starten wir mit dem Akupressurkurs. Ja, und ich freue mich da wirklich schon richtig drauf. Jetzt möchte ich dir aber einmal den ersten Akupressurpunkt zeigen. Ich fange einmal mit dem Hund an. Den Punkt kennst du bestimmt schon, Dickdarm 15. Ja, hier direkt an der Schulter, am Schulterbereich. Das ist ein Punkt, der sehr einfach aufzufinden ist. Beim Pferd ganz genauso. So, ich muss hier einmal mit meinen Kabeln gucken, aber das funktioniert. Hier, Dickdarm 15, ja, an der Schulter. Und das ist einmal ein Punkt, den du wirklich nehmen kannst also geht an beiden Seiten, ja, nicht nur an einer. Und das ist ein Punkt, der wirklich komplett die Probleme im Bereich des Schulterapparates abfängt, wenn da Schmerzen sind. Aber auch bei einer Osteochondrosis dissecans, bei einer Verspannung
der Sehnen, wenn eine Atrophie vorliegt, also die Muskulatur an der Schulter langsam abnimmt oder auch in den Vordergliedmaßen oder eben auch Lähmungserscheinungen mit auftreten. Bei kompletten Verklebungen, ja, die Schulter ist ja manchmal oder der Schulterapparat, auch die Muskulatur, praktisch der Übergang, ich zeige es hier einmal am Pferd, von der Schulter zum Rumpf. Ja, da sind ja auch viele, sind ja auch Faszien und so weiter und so fort. Das ist gerne mal verklebt. Und damit kannst du mit diesem Punkt schon mal ganz viel lösen und entspannen. Und es ist ein sehr einfach, finde ich, aufzufindender Punkt für dich als Tierbesitzer. Es soll ja immer einfach sein, ja. Die TCM wird ja teilweise so ein bisschen als sehr komplex und kompliziert dargestellt. Komplex ist sie definitiv, das kann ich bestätigen, aber kompliziert finde ich sie jetzt an sich nicht. Ich mache ja auch diese Facebook Lives und auch den Online-Kurs jetzt, um dieses Mysterium TCM so ein bisschen aufzulockern, weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder mal guckt, dann ist es gar nicht so extrem schwierig, die ganze Sache zu verstehen und die Punkte zu finden. Ja? Und deswegen machen wir das ja, das Ganze, damit es für dich als Tierbesitzer auch einfach ist. Also Punkt Dickdarm 15 an der Schulter ist wirklich schon mal super, gerade im Bereich, wenn Schmerzen an den Vordergliedmaßen auftreten. Ja, auch für den Ellbogenschmerzen auftreten, da kannst du mit diesem Punkt wirklich schon mal super arbeiten. Der nächste Punkt, den ich dir zeigen möchte, ist der Punkt Sanjiao 5. Den findest du auch an der Vordergliedmaße, auch relativ einfach. Und zwar halbierst du einmal die Vordergliedmaße. Ich muss einmal gucken, aber das kriegen wir hin. Einmal halbierst du praktisch einmal die Vordergliedmaße. Ja, und dann hast du die Hälfte und dann gehst du nochmal die untere Hälfte, halbierst du nochmal und dann bist du praktisch im unteren Drittel und da findest du den Punkt Sanjiao 5 beim Hund. Und beim Pferd findest du den am Karpalgelenk zwei Zehen, also entweder zwei Finger breit oder zwei Finger breit, zwei Daumen breit oder zwei Finger breit bei kleineren Pferden oder bei Ponys. Findest du dort den Punkt Sanjiao 5. Ja, also auch relativ einfach zu finden. Und der Punkt ist auch sehr komplex. Ja, das ist das Tolle an der TCM, an der Akupunktur, an der Akupressur, dass wir irgendwo einen Punkt drücken und wir haben einfach eine sehr, sehr systemische Wirkung. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast in den Videos vorher. In den Punkt kannst du wirklich super auch bei Schmerzen im Bereich der Vordergliedmaße verwenden, aber auch bei Nackenschmerzen, ja, funktioniert er super. Wenn mal irgendwie ein Leinendruck beim Hund auf den Hals kam oder bei den Pferden, ja, dementsprechend treten ja auch häufig Probleme im Nackenbereich auf. Da kannst du den super anwenden. Ja, wie gesagt, sonstige Probleme im Bereich der Vordergliedmaße. Schau nur, wenn dein Tier hier vielleicht an der einen Seite extrem druckempfindlich ist, wenn es sich da gar nicht anfassen lässt, dann hast du aber die Möglichkeit, dementsprechend mit der anderen Gliedmaße zu arbeiten. Also das geht auch gut. Ja, also da kannst du wirklich sehr, sehr komplex arbeiten. Und diesen Punkt kannst du auch bei Fieber anwenden, bei Ohrproblemen, bei Fieber, aber wirklich auch immer noch mal einen Tierarzt mit hinzuziehen. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass du mit der Akupressur alles bewerkstelligen kannst. Auch da sind irgendwo unsere Grenzen gesetzt, aber da kannst du schon viel tun. Und auch bei Kopfschmerzen. Ja, auch unsere Tiere, gerade unsere Pferde, leiden an Kopfschmerzen. Das darf man wirklich nicht vergessen. Vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Ja, Kopfschmerzen sind nicht wirklich so schön. Ja, die machen uns alle ganz kirre. Und da kannst du den Punkt auch bei dir selbst anwenden. Ja, oder ein kleiner Tipp noch zusätzlich zu Kopfschmerzen für dich als Tierbesitzer oder auch bei unseren Tieren funktioniert das genauso. Um die Augen herum,
ja, bei uns Menschen, bei den Tieren, liegen ganz, ganz viele Akupressurpunkte, Akupunkturpunkte. Und die kannst du zum Beispiel gut verwenden, ja, indem du zum Beispiel einmal über die Augen einfach drüber fährst. Manche Tiere finden das super, wenn man da wirklich mal die Hand über die Augen legt, ja. Oder du kennst das auch vielleicht von dir, wenn du Kopfschmerzen hast, dass du hier diese beiden Punkte gerne einfach mal hältst, ja, und den Kopf so aufstützt, weil es dir nicht gut geht, ja. Und auch hier haben wir Akupunktur und Akupressurpunkte, und das kannst du bei deinen Tieren genauso machen bei Kopfschmerzen, ja. Also da, klar, man muss immer die Ursache bewerkstelligen, das ist das Wichtige. Bei Kopfschmerzen kommt ja gerne mal vom Bewegungsapparat, vom Nacken, auch vom Kiefer, von den Zähnen, auch gerade bei den Pferden. Und da kannst du aber dein Tier auch schon ein bisschen unterstützen, ja, und ihm helfen. So, ich gucke mal in den Chat rein, aber ihr seid noch leise, kein Problem, macht nichts. Viele sind ja auch wieder arbeiten, ne? Der Alltag hat uns alle wieder. Und wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt. Ich muss mal schauen, welchen Punkt ich mir noch aufgeschrieben habe. Es gibt ja so viele. Ich habe dir wirklich die 5 wichtigsten rausgesucht. Der nächste Punkt ist der Punkt Blase 40 hier hinten. Ja? Ist der direkt in der Kniekehle im Endeffekt und beim Pferd ganz genauso. So, das ist der Hintern des Pferdes hier in der Kniekehle, direkt in der Mitte. Das ist der Punkt Blase 40. Und das ist der Meisterpunkt des unteren Rückens, ja, also der unterstützt den gesamten unteren Rücken richtig, richtig gut. Und ja, stell dich mal hinter dein Pferd, sei ein bisschen vorsichtig, ja, wenn du ein Pferd hast, was ein bisschen hippelig ist, aber ich denke, da weißt du mit umzugehen, bei unseren Hunden ganz genauso, und fahr einfach runter und direkt in der Mitte, in der Kniekehle, da fällst du wirklich in den Punkt Blase 40. Ja, das ist ein toller Punkt. Wie gesagt, Meisterpunkt des unteren Rückens. Der sagt es ja schon aus, diesen Punkt kannst du anwenden bei allen Problemen im Bereich des unteren Rückens. Ja, also sei es Hüftprobleme, Knieprobleme, Arthrose in den Knien, Arthritis in den Knien, bei Kreuzbandproblemen, bei Seitenbänder, die problematisch sind, bei, ja, bei einer HD, also bei einer Arthrose in der Hüfte, wirklich bei allen Bereichen des unteren Rückens, der Hintergliedmaßen, bei Paresen, bei Paralysen, also bei leichten Lähmungen oder auch bei richtig heftigen Lähmungen, ja, kannst du den Punkt gut anwenden, bei einer Spondylose, bei sämtlichen Wirbelsäulenproblemen, bei Arthrose im Bereich der Wirbelsäule, bei Kissing Spines, also überall, wo du Probleme im Bereich der Hintergliedmaßen hast, Probleme im Bereich der Wirbelsäule an der hinteren, in der hinteren Gegend, ja, ganz einfach gesagt, da kannst du den Punkt Blase 40 super effektiv und einfach anwenden. Genau, also auch wenn du das Video jetzt nicht anschauen kannst, ja, schreib das wirklich immer mal in den Chat rein, wenn du Fragen hast, wenn du noch beim Online-Kurs dabei sein möchtest, da gehen wir dann wirklich nochmal ganz gezielt mit dem Workbook und den einzelnen Meridianen und den Indikationen, die du dazu bekommst, drauf ein. Und ja, da kannst du wirklich ganz, ganz viel machen, ja, gerade im Bereich der Schmerztherapie kannst du, auch wenn du schulmedizinisch arbeitest, ja, das kannst du auch super gut unterstützen mit dazu einwenden. Also die Akupunktur, Akupressur ist ja nicht nur immer so, dass du ja, eine Seite hast und eine andere mit der anderen nicht arbeiten darfst, sondern die kannst du wirklich gut mit der Schulmedizin kombinieren. Ja, auch wenn Schmerzmittel gegeben werden, ist das kein Problem. Du kannst sie auch gut mit der Homöopathie kannst du die Akupunktur und die Akupressur unterstützen oder mit allen anderen alternativen Methoden. Ja? Also das ist das Gute daran. Es ist sehr komplex und man kann ganz, ganz viel damit machen und es funktioniert richtig gut und es ist gar nicht so kompliziert, wie es sein soll. Ja?
Also viele denken ja, ich kann das nicht lernen als Tierbesitzer. Das höre ich auch teilweise immer wieder. Aber es geht total einfach, ja, wenn man sich damit beschäftigt. Man muss sich nur mal rantrauen. Bei einer Muskelatrophie, das hatte ich gerade noch vergessen, und bei der Hinterhandschwäche kannst du den Punkt Blase 40 natürlich auch gut anwenden. Ja? Auch bei älteren Tieren, die langsam die Muskulatur abbauen, da mach das nur ein bisschen langsamer, mach es nicht so häufig, die Akupressur und auch die Akupunktur, weil dieser Punkt teilweise ein bisschen mehr Energie verbraucht. Und bei älteren Tieren haben wir, oder bei chronisch kranken Tieren haben wir ja teilweise wirklich schon ein Energiedefizit. Ja, das ist auch was, was wir nächste Woche im Facebook Live nochmal besprechen, wie du dann das Energielevel deines Tieres oder gerade auch bei älteren Tieren, wie du ja, da einfach wieder ein gutes Energielevel herstellen kannst und dein Tier unterstützen kannst. Ja, und gerade, wie gesagt, auch wenn die Muskulatur schon leicht atrophiert ist, wenn eine Hinterhandschwäche vorliegt, wenn die Kraft bei den älteren Tieren teilweise nicht mehr so wirklich da ist, kannst du mit dem Punkt Blase 40 wirklich ganz, ganz viel erreichen. Ja, also teste das einfach mal aus, traue dich ran. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, einfach immer einen Kommentar dazu hinterlassen oder auch in die Gruppe kommen. Ja, da gehe ich dann auch immer noch mal drauf ein und kann euch da individuell unterstützen. Und da gibt es auch noch mal den ein oder anderen Tipp mit Videos zum Beispiel. Ja, da habe ich gestern jetzt auch noch als kleine Info für euch ein Video reingestellt, weil meine Hündin gestern selbst mit den Magen Probleme hatte. Und da habe ich euch noch mal ein kleines Video gemacht, welche Punkte bzw. welcher Punkt da eigentlich das Ausschlaggebende ist und welcher Punkt wirklich super gut funktioniert und wie du den Punkt akupressieren kannst. Ja, also wenn du Lust hast, einfach in die Gruppe reinkommen. Es weiß keiner. So, dann haben wir den nächsten Punkt. Das ist der Punkt Blase 24 und der ist auch gar nicht so schwer zu finden. Der Punkt Blase 24 ist am dritten Lendenwirbel. Ja? Also du suchst dir einfach die letzte Rippe, gehst dann drei Lendenwirbel nach hinten und gehst dann 1 bis 1,5 Finger breit oder einen Daumen breit zur Seite. Ja, da funktioniert das relativ einfach. Beim Pferd ist es wirklich genau das Gleiche. Hier der Punkt. Ja, das ist alles ein bisschen kleiner in dem Modell, aber es ist im Endeffekt wirklich identisch. Und das ist der Punkt Blase 24. Und diesen Punkt kannst du auch super bei Schmerzen im Lumbosakralbereich einsetzen. Bei Spondylosen, bei Arthritis, bei einer Arthrose, bei Muskelproblemen in dem Bereich, bei Kissenspines, bei Muskelverspannungen. Also überall, wo du Probleme im hinteren Bereich hast, bei älteren Tieren natürlich, nimmt auch die Muskulatur hier hinten ab. Ja, und da ist das auch ein schöner Punkt. Den kann man auch wunderbar mit Moxa-Therapie unterstützen. Und da gibt es ja auch schon das ein oder andere Video dazu zur Moxa-Therapie. Also wenn du da noch Infos brauchst oder möchtest, schau einfach vorbei auf der Facebook-Seite oder schau auf meiner Homepage vorbei, www.nathalie-klug.com. Da gibt es nochmal auch einen Blogartikel extra zu der Moxa-Therapie, auch noch mit Punkten. Und ja, wir werden das Ganze auch nochmal ausführlicher im Kurs auf jeden Fall besprechen. Da war ja auch schon die ein oder andere Frage. Aber die Moxa-Therapie kommt da auf jeden Fall auch nochmal mit vor, wa? Ja, weil es einfach wirklich ein super einfaches Thema ist und sich auch die Moxa-Therapie zum Beispiel super gut mit der Akupressur und der Akupunktur sowieso kombinieren lässt. Ja, also das ist eine schöne und eine runde Sache dann, die du auch als Tierbesitzer selbst machen kannst, und die Tiere lieben das wirklich. Ja, auch Katzen, ja, bei Katzen mit der Moxa-Therapie kann sein, dass die das teilweise nicht so toll finden, dann nimm eine raucharme Moxa-Zigarre, aber auch die Katzen lieben das, ja, und vor allem die älteren Katzen fahren da richtig drauf ab,
wenn da diese Wärme an den Rücken kommt, gerade bei dem Punkt Blase 24 auch, wenn die Probleme mit der Hintergliedmaße haben, mit dem hinteren Rücken, wenn die da Schmerzen haben. Also ich hatte da schon einige Katzen, einige Kater, die da wirklich schnurren, dann auf den Tisch schlagen und die mögen das. Ja? Und auch da, wenn du Lust hast und du eine Katze hast, da hatte ich auch schon die Anfrage, kannst du auch zum Kurs mit dazukommen, was für die Hunde funktioniert, ist ja bei den Katzen genau das Gleiche. Ja, die Anatomie unterscheidet sich nicht so wirklich extrem viel und das funktioniert bei den Katzen auch richtig, richtig gut. Und da haben viele auch wirklich Spaß daran. Ja, und auch die Tierbesitzer. Klar, wenn du nicht ständig mit deiner Katze irgendwo hinfahren musst, ist das ja auch ein Gewinn für dich, wenn du das entspannt von zu Hause machen kannst. Ja? Die Brigitte schreibt noch, guten Morgen Nathalie, meine Hündin lässt jetzt Urin und Kot ab und kann es nicht mehr halten. Ja, Brigitte, da ist es sinnvoll, erstmal herauszufinden, warum. Ich glaube, das liegt bei deiner Hündin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch am Problem der Wirbelsäule, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schreib das einfach mal in den Chat rein und da kannst du mit den Punkten natürlich auch nochmal unterstützend arbeiten und da wäre die Moxa-Therapie zum Beispiel auch nochmal eine gute Sache. Ja? Ich glaube, deine Hündin Brigitte ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, sie schreibt es gerade in den Chat rein, genau, 16 Jahre ist der Hund alt. Und ja, also da wäre es einmal wichtig, nochmal abzuklären, warum die Problematik auftritt. Das habe ich gerade nicht mehr so auf den Schirm. Wenn das natürlich von dem Rücken kommt, ja, wenn da Probleme vorliegen, dann kannst du die Punkte natürlich anwenden. Und da würde ich dir dann wirklich auch nochmal die Moxa-Therapie mit dazu empfehlen, weil die einfach dem Körper nochmal eine ganz andere Energie gibt. Ja. Genau, also probier das mal aus, Brigitte. Ansonsten, du bist ja auch in der Gruppe, wenn ich das richtig weiß, dann melde dich einfach nochmal, wenn du zur Moxa-Therapie Fragen hast. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich sehe auch gerade, die Zeit ist schon fast wieder um. Das geht immer so schnell, bevor ich euch den letzten Punkt vorenthalte, möchte ich den noch durchgehen. Das ist der Punkt Magen 41. Und das ist ein super Tonisierungspunkt der Magen 41. Ja? Und den findest du hier am Sprunggelenk, praktisch in der Sprunggelenksfalte. Ja? Wenn du das Sprunggelenk einmal ein bisschen praktisch beugst, dann ist der hier wirklich super gut aufzufinden, der Punkt Magen 41. Ja? Das ist ein Punkt, der auch den Magen unterstützt. Ja, egal ob bei Hund oder beim Pferd. So, hier beim Pferd ist es ganz genauso. Ja, Punkt Magen 41. Einfach mal das Sprunggelenk beugen und dann fällt man da wirklich richtig in die Kuhle rein. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht zu hektisch hier ist mit den unterschiedlichen Modellen, dass ich die immer hin und her schiebe, aber ich will es euch ja wirklich effektiv zeigen und damit ihr das noch besser umsetzen könnt, ich habe die Punkte ja vorher immer erklärt und dann habe ich mir gedacht, ich könnte sie euch eigentlich an den Modellen zeigen, das ist ja für euch dann noch einfacher und noch effektiver. Und der Punkt Magen 41, wie gesagt, ein super Tonisierungspunkt. Ja, da werden wir, wie gesagt, nächste Woche auch nochmal drüber sprechen, wie du effektiv tonisieren kannst, ältere Tiere, kranke Tiere. Das funktioniert wirklich auch richtig, richtig gut. Und ansonsten ist das auch ein Punkt natürlich, den du super bei Schmerzen und Schwellungen im Sprunggelenk anwenden kannst. Ja, wie gesagt, wenn dein Tier auf der einen Seite Probleme hat, nutzt die andere Seite. Ja, oder wenn die beiden Hintergliedmaßen wehtun, dann kannst du auch den Punkt Sanchao 5 natürlich, den wir da vorne besprochen hatten, anwenden. Also das funktioniert wirklich super gut bei der Akupunktur, dass du über den ganzen Körper dementsprechend dir das Qi schicken kannst. Ja, so sagt man in der Akupunktur. Und genau, ansonsten kannst du ihn auch bei Kopfschmerzen auch anwenden, bei Rachenentzündungen, ja,
Magenschmerzen, der Magenübersäuerung. Bei Krampfanfällen funktioniert der auch sehr, sehr gut, ja. Also wenn du einen Hund auch mit epileptisch formen Anfällen hast, probier mal den Punkt aus. Ich habe lass mich überlegen, im Sommer, im Frühjahr gab es auch schon mal eine Reihe über Epilepsie hier bei Facebook Live. Da kannst du mal auf der Seite gucken oder im Blog. Ja, also da kannst du auch wirklich bei Krampfanfällen die Punkte super gut einsetzen und dein Tier nochmal unterstützen. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass die Punkte oder die Akupressur und Akupunktur den Tierarzt ersetzt. Ne? Das möchte ich damit nicht sagen. Das ist schon wichtig, gerade bei Erkrankungen wie Epilepsie. Da kannst du super zweigleisig fahren. Das mache ich auch mit meinen Kunden, wenn die zu mir kommen und die Hunde epileptiforme Anfälle haben, dass wir dann eben die Schulmedizin auch nochmal mit der alternativen Medizin unterstützen, beziehungsweise den Körper unterstützen. Ja, und also da wirklich nicht nur in eine Richtung denken. Das ist das Schöne an der Akupunktur und an der Akupressur und weshalb ich auch den Kurs dann eben mache, um dir als Tierbesitzer für zu Hause auch noch was auf den Weg mitzugeben. Ja, weil ich weiß, viele von euch sind auch klar berufstätig. Man kann auch nicht ständig irgendwo hinfahren. Und dann hast du aber für dich was zu Hause, wo du wirklich gut mitarbeiten kannst und wo du auch langfristig damit arbeiten kannst. Wenn die Schmerzen im hinteren Bereich auch von oben, von der Hüfte aus nach unten ausstrahlen, ja, da kannst du den Punkt Magen 41 auch nochmal gut anwenden, damit wir nochmal auf die Schmerzen zurückkommen. Ja, ihr seht, ich muss mich hier wirklich sehr einschränken und kurz fassen, weil man könnte über die Akupunktur und die Akupressur so extrem viel erzählen und auch wirklich lange erzählen. So, jetzt gucke ich nochmal in den Chat rein. Okay. Ich glaube, Brigitte hat sich nicht mehr gemeldet. Ich denke, dann habe ich deine Frage beantwortet, liebe Brigitte. Nun, das scheint so zu sein. Und ihr anderen, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch das Video gefallen hat, wenn ihr Interesse an dem ganzen Thema habt, wenn euch die Videos weiterhelfen, hinterlasst mir gerne ein Like, ein Herzchen, Kommentare dazu. Ja, das ist ja auch immer was, wo ich mich erstens mal drüber freue, wenn ich natürlich Herzchen und Likes bekomme und was für mich einfach nochmal gut als Feedback ist, damit ich auch weiß, dass ich dir als Tierbesitzer da eine Unterstützung gebe, weil mir das Ganze ja auch natürlich extrem viel Spaß macht. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, komm noch in dem Online-Kurs mit dazu. Wir starten am nächsten Donnerstag. Ganz entspannt. Ich freue mich schon total auf diesen Kurs. Es ist ein Thema, was mein Herzensthema ist, was mich wirklich total begeistert und wo ich unglaublich viel Spaß dran habe. Und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Und deswegen möchte ich das Thema auch mit dir teilen, weil ich weiß, dass du als Tierbesitzer da auch so viel machen kannst und dein Tier nochmal eigenständig unterstützen kannst. Und deswegen gibt es, wie gesagt, den Online-Kurs. Deswegen habe ich den ins Leben gerufen. Und wenn du Lust hast, komm auch noch gerne in die Gruppe vorbei. Ja, wie gesagt, da gibt es auch immer noch den ein oder anderen Austausch. Da lernt man auch immer noch was mit dazu. Und ja, ansonsten, wenn du auch Lust hast, melde dich zum kostenfreien Newsletter auch an. Da bekommst du dann auch noch mal meine Tipps und meine Tricks direkt in dein Postfach. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag um 9 Uhr wieder sehen. Und wie gesagt, wenn du das Video nicht live sehen kannst, ist auch kein Problem. Du kannst es dir hier auf der Plattform jederzeit anschauen. Und es wird auch zum Ende der Woche, wird das meine Assistentin nochmal bei YouTube hochladen. Und wenn du jemanden weißt, der nicht bei Facebook ist, aber sagt, hey, das wäre auch nochmal ein Thema für mich, dann kannst du denjenigen natürlich Bescheid geben. Ja? Also ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag, genießt die Sonne. Bei uns kommt heute nach dem Sturm endlich die Sonne wieder raus. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Donnerstag, entweder zum Facebook Live, eventuell auch in der Gruppe oder vielleicht sogar beim Online-Kurs. Ja, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Tschüss.